Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und heute machen wir ein Gericht aus meiner neuen Reihe Leicht und Lecker. Inspiriert hat mich dazu die Brokkoli-Cremesuppe aus dem Nutri-Mixer-Kochbuch. An Zutaten brauchen wir Brokkoli, eine Zwiebel, 375 Milliliter Brühe, Käse zum Reiben, ein Päckchen Frischkäse. Ich habe jetzt hier den 0,2, der ist schön leicht, und eine Scheibe Toast. Zubereiten werden wir das zum einen mit dem Chef und mit dem Twist. Achtung, fertig, los! Als erstes schneiden wir die Zwiebel, dafür vierteln wir sie. Wir setzen in die Plastikschüssel vom Chef die kleine Schüssel ein, setzen den 6x6 mm Aufsatz drauf, das ist dieser Bereich hier oben, und schneiden die geviertelte Zwiebel. Dann habt ihr schöne Zwiebelwürfel, die packen wir jetzt erstmal an die Seite, setzen den 24x24 mm Einsatz ein, schneiden den Brokkoli einmal erst die Röschen oben. Hier schneiden wir einfach um den Strunk herum und haben dann die Röschen extra. Wenn wir nicht tief genug gekommen sind, dann schneiden wir einfach noch ein Stück ab. Das kommt gleich in die Suppe und das kommt oben auf den Auflauf. Und wir schneiden erst die Röschen mit dem 24x24 mm Aufsatz. Auch die Röschen kommen erstmal an die Seite. Jetzt kümmern wir uns um den Strunk. Das heißt, der Stiel wird erstmal von der Schale befreit. Dann können wir auch das ganze Holzige entfernen. Für so unebene Stellen können wir auch einfach den Sparschäler nehmen. Die Mitte können wir mit dem Apfelentkerner entfernen. Ich habe hier so einen kleinen, es gibt aber auch den größeren. Den nehme ich auch gerne hier für die Tomaten. Wir stellen den Twist auf harte Lebensmittel, drücken den Deckel runter und schieben den Knopf nach vorne. Wenn es das Geräusch macht, einfach aufstecken wieder, das heißt weiche Lebensmittel stellen. Und die Messer drehen sich schneller und es funktioniert. Da es eine Suppe werden soll, püriere ich das Fass damit. Und wir schwenken rüber zum Herd. Wir heizen beide Pfannen auf, geben etwas Öl dazu. Jetzt kommt die halbe Zwiebel hier rein und die andere Hälfte da. Hier kommen jetzt die Röschen dazu und hier das Geschnittene. Salzen und pfeffern. Wir stellen auf mittlere Hitze, lassen das hier etwas anrösten und hier ebenfalls, damit wir ein paar Röstaromen bekommen. Heizen den Backofen schon mal auf 180 Grad Umluft vor, löschen mit der Brühe ab, lassen das ein bisschen köcheln. Jetzt nehmen wir uns die Glasschüssel vom Chef oder eine andere Auflaufform, die ihr habt, geben die Flüssigkeit rein, also die Suppe. Hier mischen wir jetzt den Frischkäse rein. Stellen die Platte schon mal aus. Jetzt geben wir einfach die Röschen da drauf und reiben uns jetzt einfach noch ein bisschen Käse drüber. Nehmen den Vario-Rahmen und die grobe Reibe. So viel, wie ihr eben haben möchtet. Schön verteilen. Und für 20 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Backofen. Tada, mein cremiger Brokkoli-Auflauf, geschnitten mit dem Nicer Dicer Chef und Twist. Ich habe jetzt hier Vollkorntoast dazu, ihr könnt aber auch Reis oder Kartoffeln dazu essen. Wir gucken uns jetzt erstmal hier unten die Konsistenz an. Cremiger wäre es natürlich mit dem Pürierstab und optisch wäre das wahrscheinlich auch noch schöner. Jetzt probieren wir aber erstmal heiß. Ja, schön bissig noch ein bisschen. Schön mit den Brokkoli-Röschen. Es schmeckt auf jeden Fall nach mehr. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, eure Sophie.